Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir stehen immer noch auf dem Klausenpass. Hatten gestern einen wunderschönen Abend hier gehabt und haben auch sehr gut geschlafen und sind mit einem wunderschönen Bergpanorama heute Morgen aufgewacht. Also traumhaft gewesen oder immer noch traumhaft. Ich sitze hier auf einem schönen kleinen Bänkchen und habe einen mega schönen Ausblick. Also total genial hier oben. Ja, gestern Abend haben wir uns noch mal probiert in ein paar Fotoaufnahmen mit Sternen oder Mond oder Wolken, wie auch immer, alles Mögliche. Und ich wollte euch jetzt gleich mal in dem Atemzug auch der Katja ihr Buch vorstellen. Und zwar nennt sich das Astrofotografie. Ich hatte es ja schon mal kurz erwähnt. Und das ist also wirklich, ihr seht es schon, das ist sehr, sehr dick. Das ist sehr, sehr ausführlich. Mit wunderschönen, spektakulären Bildern von der Katja, was die alles so macht. Und Katja hat sich ja nicht nur einfach auf Sternenhimmel fotografieren festgelegt, sondern eben auch, sie erzählt viel über Astronomie und wo sich die Sterne letztendlich dann befinden, wann man sie am besten sehen kann und so weiter und so fort. Also das Buch ist wirklich mega ausführlich. Also sie hat Apps, die sie empfiehlt, mit denen man arbeiten kann. Also bis ins Detail natürlich die Technik, wie, welche Einstellung, welches Objektiv und so weiter. Also ihr seht, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr dick und mega, mega ausführlich. Und also wir können euch das wärmstens ans Herz legen. Wir haben schon drin gestöbert und sind lange noch nicht durch, ne? Also Michael hat ja auch schon geguckt, gell? Ist echt wirklich cool. Ja, das wollte ich euch noch mal zeigen. Katja Seidel, Astrofotografie. Tolles Buch, sehr empfehlenswert. Wir machen ja selten Werbung, aber dafür muss man einfach mal Werbung machen. Ja, eigentlich wollten wir jetzt noch hier irgendwo schön wandern gehen, weil das Wetter heute noch mal traumhaft schön ist, auch recht warm heute. Aber erstens sind die Hütten auch hier schon alle zu. Zweitens, ja, morgen kommt sehr schlechtes Wetter und wir wollen uns noch einen schönen Campingplatz suchen oder Stellplatz, wo wir Strom haben und Fähr- und Entsorgung. Und das ist nicht so reichlich. Also haben wir uns jetzt zwei ausgeguckt und die wollen wir dann doch erstmal jetzt anfahren und wollen mal gucken, ob wir da ein Plätzchen finden. Und dann gehen wir heute Nachmittag vielleicht noch ein Stück spazieren. Ja, aber der Klausenpass ist auch wirklich traumhaft schön. Allerdings, ich möchte jetzt nicht an die Rücktür denken. Die ist, also der lässt sich schon, da muss man ein bisschen geübt sein, wenn man fahren möchte hier hoch. Das ist schon sehr, sehr eng. Ich staune mal, wie Michael das macht. Applaus, 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 Applaus. Er verneigt sich. Ja, dass er auch mich so erträgt mit meinen wilden Tönen, die ich da von mir gebe. Also so echt heftig, weil teilweise keine Begrenzungen und es geht echt wirklich sowas von steil runter. Oh, und dann nur so ein paar Steinchen. Also ich bin froh, wenn ich unten bin. Aber ich muss es immer ertragen, weil ich muss das ja irgendwie erleben können. Das ist ja so schön hier oben. Also war ein sehr schöner Tag gestern. Ach, da muss ich noch kurz was erwähnen. Wir waren gestern auf dem Weg hierher vom Grimselpass, sind wir stehen geblieben und zwar am, wie heißt das? Rhonegletscher? Rhone? Rhonegletscher. Rhonegletscher. Ja. Am Rhonegletscher. Man sieht schon, wenn man da hinauffährt, dass das mal ein Gletscher bis runter gewesen sein muss. Das sieht man anhand der Berge. Und dort kann man eine Gletscherwanderung machen. Und ich habe so gedacht, naja, Gletschergrotte, naja, hast du mal irgendwo ein bisschen Schnee ausgehöhlt und kannst da durchlaufen oder so. Kostet 9 Euro pro Person, weil da habe ich ein bisschen geschluckt, muss ich sagen. Aber absolut berechtigt, absolut empfehlenswert. Ihr lauft, der Gletscher hat sich ja sehr stark zurückgebildet, aber dort hinten an der Spitze der Gletscherzunge, die haben sie komplett abgedeckt mit dicken, fetten Tüchern, was auch immer es ist, ne? Um den Gletscher zu schützen, dass er nicht so schnell schmilzt. Und da drin könnt ihr richtig durch diese Gletscherzunge laufen. Ich habe sowas noch nie erlebt.
Es war ein Mega-Erlebnis, absolut gerechtfertigt, die 9 Euro, also pro Person, ganz toll gemacht, wirklich. Also das war super schön. Dann haben wir noch zwei Steinmännchen, sagt man Männchen? Ja. Steinmännchen gebaut, die sollen ja Glück bringen. Haben wir in Norwegen schon gemacht und es war ein total schöner Tag gewesen. Also, vielen Dank wieder, dass ihr dabei gewesen seid und bis demnächst. Tschüss! Wollte ich euch noch mal zeigen, normal gibt es hier oben Toiletten, die waren gestern noch offen, aber seit heute sind sie geschlossen. Ein Alpkäse ist noch drin. Der Stellplatz kostet pro Tag 24 Stunden 12 Schweizer Franken. Man kann nur mit Münzen hier bezahlen. Also es geht auch keine EC-Karte oder irgendwas, sondern nur mit Münzen. Das muss man halt vorher wissen. Wir waren vorher noch mal einkaufen und haben dann gewechselt. Ja, und hier gibt es Strom halt. Und der Strom kostet 1 Franken eine Kilowattstunde. Ja. Also alles vorhanden. Wunderbar. Können wir jetzt die nächsten Tage, 2 Tage oder besser gesagt morgen hier aushalten. Kann ich Hallo liebe Videofreunde.
Ja, wir stehen jetzt direkt an der Straße, weil ich war nämlich gerade einkaufen. Wir befinden uns immer noch in Glarus. Da haben wir jetzt die letzten 2 Tage verbracht, weil das Wetter ja nicht so toll war. Die eine Nacht hat es auch richtig gut gestürmt. Da sind die ganzen Schilder auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz umgekippt. Und das Auto hat gut geschüttelt. Wir wurden gut durchgeschüttelt, ne, in der Nacht, mein lieber Mann. Und ja, dann haben wir uns halt gestern dort einfach einen gemütlichen gemacht. Ich habe mal ein bisschen Bilder sortiert, ein Video gemacht und war mal richtig schön, auch mal so einen Relax-Tag zu haben. Und jetzt fahren wir am letzten Tag unserer Reise nochmal auf den, wie heißt der, Abdullah? Abdullah kann nicht sein. Ich muss gucken. Doch mal, ja, sei mal so gut. Wir fahren jetzt hier auf irgendeinen so Pass. Und da, ja, da treffen wir uns mit der Katja. Zufälligerweise haben wir telefoniert und erfahren, dass sie diese Woche am Wochenende hier in der Schweiz ist. Und wir haben uns auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und dann haben gesagt, komm, das machen wir nochmal, weil die trifft sich nämlich auch mit dem Kai. Also was heißt, heute Abend kommt Kai auch nochmal. Und noch, ich glaube, Avanti on Tour und der Jens. Und ja, da wollen wir nochmal einen gemütlichen Abend ausklingen lassen in der Schweiz, weil dann werden wir uns auch vorläufig nicht mehr sehen. Wird keine Gelegenheiten mehr geben, sich im Moment auch mit Kai zu treffen oder auch jetzt mal vorläufig in die Schweiz zu fahren. Und von daher wollen wir das nochmal nutzen, ne? Ja. Und machen nochmal einen schönen Abend heute dort. Und der Pass heißt? Albula, naja, so weit weg war ich ja nicht. Albula-Pass und ja, da fahren wir jetzt hin. Die Katja übrigens kenne ich schon eine ganze Weile. Unser Kennenlernen war ganz lustig gewesen, weil ich war damals noch meine Mutter im Pflegeheim besuchen und als ich gerade zur Tür reingehen wollte ins Pflegeheim, da rief jemand hinter mir, ach, die Claudia von Living in Treble, und ich so, was ist das? Weil man ab und an passiert einem das ja mal auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz oder so, aber jetzt im Pflegeheim meiner Mutter, das war schon ein bisschen komisch. Ja, und dann kam sie auf mich zu mit ihrer Mama und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, ihre Mama wohnte auch in Cottbus, Katjas Mama. Und ja, dann haben die uns besucht, die zwei. Und jetzt ist es so, mittlerweile wohnt Katjas Mama nicht mehr in Cottbus, sondern in der Nähe dort, wo Katja wohnt. Und aber immer, wenn sie in Cottbus ist, kommt sie uns besuchen. Und von daher hegen und pflegen wir den Kontakt schon seit 2 Jahren. Und dann freuen wir uns natürlich jetzt, wenn wir uns mal auch in der Schweiz treffen können. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Ne? So, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir endlich los. Immer hier, wenn so wegkommt, das dauert und dauert und dauert und dauert. Ja. Also, jetzt starten wir.
liebe Videofreunde, wir sind hier oben angekommen auf dem Abdullah-Pass. Ich weiß es schon wieder nicht. Ja, also es ist grandios hier oben. Eine irre, tolle Landschaft. Wirklich. Auch ganz anderes Bergmassiv mal. Wirklich toll. Sehr, sehr schön. Ja, es ist nur arschkalt. Richtig kalt hier oben. Ein eisiger Wind. Und wir warten jetzt auf Katja. Die müsste jeden Augenblick hier eintreffen. Ja, und dann am Abend kommen noch die anderen dazu. Aber es ist wirklich sehr kalt. Da muss man sich heute Abend sehr warm anziehen. Aber das werden wir auch hinkriegen. Bis später. Thank you.